Haben sie schön gestellt, Block auf die eine, Spielerin auf die andere. Und da ist eine Lücke. Halarova findet die Lücke zwischen dem ganz links und dem Mittelspieler im Dreierblock. 21-17. Einigen Grund zur Freude gibt es jetzt hier auf Schweriner Seite. Das sieht sehr gut aus, was die Schwerinerinnen da jetzt machen. Ganz im Gegensatz zu dem, was sie am Anfang gespielt haben, wo sie sehr nervös gespielt haben. Da wieder schön aufgepasst, einer den Block abgesichert, aber der Ball viel zu weit. Und er geht außen vorbei an dieser Stange. Und da darf er nicht lang. Punkt. Also für Stuttgart. Fila Jamecki jetzt bei der Angabe. Also eine gute Angabe, aber Völker holt den Ball schön. Und Lana Robber findet erneut die Lücke in diesem Block der Stuttgarter. Die kriegen die Finger einfach nicht zusammen. Darüber wird definitiv zu reden sein in Stuttgart. Anja Brandt bei der Angabe, 22-18. Und der Ball fällt nicht rein, sondern wieder auf die Schweriner Seite. Punkt für Stuttgart. Nochmal ein Spielerwechsel. Nochmal vor der Angabe. Ross kommt jetzt rein. Für Elvasimi. Ross erfolgreich mit den Angaben. Schon in diesem ersten Satz. Und davon wollen die Stuttgarter jetzt noch einmal profitieren. Die Schweriner stehen viel besser. Wieder Alarova legt den Ball hinten, aber schön abgesichert. Schlag aus dem Halbfeld, bleibt eigentlich im Block hängen. Und richtig im Block hängen bleibt jetzt Alarova. Anna Waske war 22-18. 22-20. Sogar schon. Und es gibt Auszeit. Genommen vom Schweriner SC, wenn ich das richtig sehe. Ja, da hat Alexandersson wollte da seine Mädchen nochmal klar einstimmen, diesen Satz hier nicht mehr aus der Hand geben. Konzentriert spielen. Und jetzt wollen wir gucken, wie sie das umsetzen. Alarova schlägt außen den Block an und dann kriegt sie ihn nicht mehr hoch. Und das ist das, was er haben wollte. Jetzt. Wieder der Wechsel, Ross kommt wieder. Tormann bei der Angabe. Und inzwischen müsste es 23-20 stehen. Ja. Jetzt ist auch bei der Anzeigetafel wieder gerichtet. Und Tormann mit der Angabe zu weit. 23-21, also noch ist dieser Satz hier nicht durch. Gravestein wird es wahrscheinlich richtiger heißen jetzt bei der Angabe. Und da schlägt sie den Block an und hat Glück, dass der Ball rausgeht. Die Berit Kaufeld. Und jetzt erhebt sich hier die Halle. Jetzt nochmal Wechsel auf Schweriner Seite. Retzlaff geht raus. Und Adlerova jetzt. Bei der Angabe. Und auch da muss die Anzeige wieder gerichtet werden.
24-21, Satzball für den Schweriner Sportclub. Oh, schlecht angenommen, aber die Stuttgarter kriegen ihn noch rüber und Schwerin jetzt mit der Möglichkeit zum Satzgewinn. Und da ist er. Wieder ist es Schaus und wieder durch den Block geschlagen. Da steht zwar noch einer, aber der kann den Ball nicht mehr aufnehmen. 25-21, Satzgewinn für den Schwerin SC. So, wir sind bereit für Satz Nummer 2. Nun mit Schwerin im Vordergrund, Denise Hanke mit der Angabe. Oh, knapp übers Netz geschlagen, haben die Stuttgarterinnen Schwierigkeiten und auch der Block mit Brandstädter, Adler Robber. Da ist wieder die Lücke im Stuttgarter Block, aber diesmal findet sie sie nicht. Bleibt da hängen an Maren Brinker. 1-0 für Stuttgart. Und das haben die Stuttgarterinnen wieder gut gelöst. Habe ich über Rennerin gedacht, der geht aus, aber der fällt noch ins Feld. 2-0 für die Mädels aus Baden-Württemberg. Brinker bei der Angabe. Und Adler Robber mit dem Crossschlag ins Feld. 2-1. Und Adler Robber jetzt auch mit der Angabe. Ah, gefährlicher Ball, der hätte auch ins Aus gehen können. Stuttgarterinnen erscheinen sich ihn zu nehmen und jetzt die Chance für Schwerin. Und den Block angeschlagen und den Punkt geholt. Für den Schweriner SC 2-2 durch die Nummer 3, Nadja Schaus. Adler Robber bei der Angabe. Und da sind sie sich uneinig auf Stuttgarter Seite und der Ball geht einfach durch. 3-2. Wischmarin und jetzt etwas längerer Kreis. Da war schon ein gewisses Resignieren zu sehen und auch der Ball ist zu weit. Sabrina Ross, 4-2 für Schmarin. Auch den Ball bekommen die Stuttgarterinnen nicht richtig unter Kontrolle. Die Finte und die sitzt. Patricia Thormann nutzt die Lücke, die sich bietet, weil sie da beide hochsteigen. 5-2 für den Schweriner SC. Irgendwie sind die Stuttgarterinnen nicht mehr richtig auf dem Feld. Das wirkt sehr müde, sehr unkonzentriert. Sie gehen nicht richtig hin und Schwerin ist da, nutzen ihre Möglichkeiten. Und führen hier verdient 1-0 nach 16 und 5-2 im zweiten Satz.
Alaraba erneut bei der Angabe. Hat Stuttgart bisher große Probleme bereitet. Jetzt stehen sie etwas besser. Und auch da der Schweriner Block nicht geschlossen, aber auch schon gar nicht hoch genug. Über den Block rübergeschlagen von Ross. Und trotzdem noch ins Feld. 5:3. Fila Jamecki. Mit der Angabe jetzt. Eine Sprungaufgabe. Völker. Bisschen Probleme, den zu kriegen. Haben sie aber noch gut gelöst, die Sperrinerinnen. Jetzt mit der Finde Möglichkeit. Da ist der Block eigentlich nicht richtig nachgerückt, aber Thormann kommt nicht richtig hinter den Ball. Jetzt haben sie ihn schön geholt und können auf ihrer Seite den Ball aber nur rüberlegen. Schaus. Und der Schlag aus dem Halbfeld dann erfolgreich von Brinker. Völker kann den Ball nicht wieder ins Feld bringen. 5:4. Und so schnell wird es wieder eng im Volleyball. Filamecki erneut mit der Angabe. Ja, kann die Sperrinerin den Ball nur rüberbringen und auf ihren Block hopfen und der steht nicht. Völker steht dafür. Der nächste Block, Adler Robber holt den Ball. Und Schaus jetzt für die Schweriner. Jetzt muss der Block stehen, er steht. Und Thormann holt den Ball und der Jubel ist groß. Das war schön gespielt, ein schöner, wirklich schöner Spielzug hier in der neuen Arena in Schwerin. Da kam Kaufeld auch. Rein für den Janine Völker. Und freut sich mit ihren Mannschaftskolleginnen. Auch da der Block nicht richtig geschlossen. Da kriegt sie nur eine Hand hinter und da geht der Ball ins Aus. 5:6. Ross mit der Angabe. Kurz gespielte Variante. Kaufeld kriegt den Hand nicht richtig in den Block. Thormann bleibt am Block hängen. Und dann kommt keiner an den Ball. 6:6. Da waren sie sich ein wenig uneinig auf Schweriner Seite. Ganz im Gegenteil. Die Stuttgarterinnen, die waren sich einig, steigen hoch zum Block und machen den Punkt. Und Janine Völker weiß nicht recht, wie sie da zum Ball gehen soll. Kriegt Aufmunterung von ihren Teamkameradinnen. 7:6. Für Stuttgart und Ture Alexandersson sagt er, sein Mädchen soll miteinander reden.